der Nacht, stell dich dem Verbrechen. Wenn die Dunkelheit erwacht, lass den Zauber sprechen. Gib dich niemals auf, gib dich niemals auf, du bist nicht allein, neuer Zauber. Antik, trau dich, jetzt ist deine Zeit. Antik, Suchende, seid ihr bereit? Zeig den anderen, wer du bist, auf die Plätze, Antik, los! Ein Geheimnis gut beschützt vor verborgenen Fallen. Alle kämpfen für ein Ziel und einer für alle. Gib dich niemals auf, gib dich niemals auf, du bist nicht allein, neuer Zauber. Antik, trau dich, jetzt ist deine Zeit. Deine Zeit. Antik, Suchende, seid ihr bereit? Insel der Medea, Ägäisches Meer. Das Hantik-Team strandet auf einer Insel, deren Bewohnerinnen ihnen freundlich gesonnen scheinen. Eine der Frauen gibt Locke ein Puzzle, das angeblich Locks Vater gehört hat. Eine andere zeigt Sophie eine alte Bibliothek der Castervilles. Dante erhält von einer dritten Bewohnerin Heilkräuter, mit denen er Metz helfen will. Salia ist misstrauisch, sie findet heraus, dass die ganze Insel eine Falle ist. Locke! Locke! Hey! Lindorm, der Drache. Ah! Sag mal, hast du sie noch alle? Ich versuche schon seit einer Ewigkeit, mit dir zu reden. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte, hätte ich einen Zauberspruch benutzt. Und mich einfach nur anzustupsen, ist dir nicht in den Sinn gekommen? Willst du Lindorm ausprobieren? Na, ich weiß nicht. Wieso nicht, Locke? Du hast ihn noch nie gerufen, auch nicht im Kampf. Das klingt jetzt vielleicht albern, aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor ihm. Wenn ich ihn nicht kontrollieren kann, verletzt er vielleicht irgendjemanden. Sehen wir mal nach. Lindorm, Angriff 4, Verteidigung 2. Typ Gaia-Titankrieger, spezielle Fähigkeit, Mehrfachangriff. Seine Zweikampfstärke gleicht seine Unberechenbarkeit aus. Dante, findest du nicht, dass Locke ihn mal ausprobieren sollte? Seine Konzentration ist besser, vielleicht liegt es an der Seeluft. Na gut, ich versuch's. Ja! Lindorm, zeige dich! Der sieht so fies aus. Los, Locke, wir wollen Action! Okay, Lindorm, wirf den Fels ins Wasser! Vorsicht, Locke! Ich glaube, jetzt schaffe ich's! Oh, ist der riesig! Ah, Hirngespinst! Vorsicht! Jetzt, Locke! Lindorm, kehr zurück! Komm! Ihr könntet euch wenigstens bedanken. Was war das denn? Ich beherrsche jetzt die Illusionskraft, die wir gefunden haben. Sehr gut. Damit hätten wir eine Stärke mehr. Ja, sie kann Illusion hervorrufen. Das ist super. Weißt du, Locke, Lindorm ist ein wilder Titan, also braucht man einen starken Willen, um ihn zu zähmen. Können wir uns jetzt wieder um die Mission kümmern? Natürlich. Wir brechen heute zur Argo auf. Das ist so cool, als wären wir bei Jason und den Astronauten, Sophie. Argonauten. Es heißt Jason und die Argonauten. Suchende, macht euch zur Abfahrt bereit. Wir müssen das Schiff finden. Öffnet das Tor im Namen des Kriegsherrn Xanthanos, des rechtmäßigen Herrschers von Sutos. Ja, macht auf! Wir haben rein! Ich, Zangason, werde meinen Palast niemals verlassen. Oh, Mama, was ist da los? Nicht schon wieder. Dieser Bürgerkrieg dauert schon 10 Jahre. Wird das denn nie ein Ende nehmen? Jedenfalls nicht so bald, Alter. Jetzt gib mir dein Geld, ich muss die Revolution finanzieren. Was ist das? Was machen die Hubschrauber hier? Was hat das zu bedeuten? Wo kommen die auf einmal her?
Diese Insel, Sutos und alle Einwohner unterliegen von nun an den Gesetzen der Organisation. Und zwar ohne jede Ausnahme. Was willst du damit sagen? Das werde ich dir schon erklären. Grizzly, sorg für Ordnung! Riegelt die Stadt ab. Ich kümmere mich um die Anführer. Yes, Sir! Wow, ist das krass! Die Argo muss genau hier durchgesegelt sein. Hey, sehr witzig! Seht mal, da sind Brandspuren auf beiden Seiten der Felsen. Na, das ist ja mal ein Zufall. Vielleicht auch nicht. Caliban! Wofür brauchen wir den jetzt? Da habe ich wirklich schon elegantere Fallen gesehen. Jedes Boot, das da reinfährt, wird zerquetscht. Meine Limo. Wir haben noch Getränke im anderen Kühlfach, aber zuerst will ich zwischen diesen Felsen durchkommen. Grüner Eistee und Ginseng-Extrakt? Oh nein, hat Sophie wieder im Bioladen eingekauft? Vielleicht können wir durch, während sie wieder aufgehen. Festhalten! Oh! Jetzt geht's los! Hoffentlich schaffen wir das! Die Felsen sind wieder in der Ausgangsposition. Schneller! Das wird knapp und der Motor brennt schon fast durch. Wir haben nur ein paar Sekunden. Ich könnte ja rausspringen und schieben. Hey, gute Idee! Flinkes Feuer! Das reicht noch nicht. Caliban, Hyperschritt! Die Felsen kommen näher! Schneller! Ich kann nicht mehr! Da! Oh. Look! Wir haben's geschafft! Das war knapp. Wow, danke, Dante. In letzter Sekunde. Danke, Caliban. Hey Leute, wo sind wir? Insel Sutos. Und die Bucht? Ist der perfekte Ort, um die Argo zu versenken. Genau. Sehen wir uns die Sache mal an. Wir müssen vorsichtig sein. Auf Sutos tobt seit Jahren ein schlimmer Bürgerkrieg. Hört sich gefährlich an. Sicher ist sicher. Wir gehen da drüben an Land und schleichen uns dann zu Fuß an. Wie bist du an unseren Wachen vorbeigekommen? Kinderspiel. Hier regiert jetzt die Organisation. Keinen Schritt weiter! Oh, was hast du jetzt mit mir vor? Drachenfaust! Oh nein! Bitte! Das ist doch... Es ist 10 Jahre her, doch ich werde Zangria niemals vergessen. Sohn unseres großen Anführers Zansutos! Bürgermeister! Nicht zu fassen. Du bist es wirklich. Ich hatte fast alle Hoffnung verloren. Ich dachte, der Krieg auf Sutos würde niemals aufhören. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich bin hier, um die Ordnung wiederherzustellen. Trotz dieser dunklen Zeit hat mich ein letztes Fünkchen Hoffnung dazu veranlasst, etwas Bestimmtes zu verwahren, für den Fall, dass du doch zurückkehrst. Bitte nimm es an. Es ist das Amulett deines Vaters, Megataurus. Und zugleich... ist es die Krone von Sutos. Alle Bürger müssen von der Organisation registriert werden. Treten Sie vor. Jeder muss sich bis Sonnenuntergang gemeldet haben. Ist das klar? Was bilden die sich ein? Behandeln sie wie Gefangene. Freiheit ist der Schlüssel zu allem, Lok. Ohne Bewegungsfreiheit kannst du nichts erforschen. Ohne die Freiheit des Geistes kannst du keine Rätsel lösen. Hörst du schwer? Gib mir deine Taschen, dann passiert dir auch nichts. Kältestrahl! Wir handeln auf Befehl von Greer. Wer Ärger macht, kriegt selber Ärger. Danke, Sir. Wir machen nur unseren Job. Sie müssen das den Behörden melden. Schon wieder, Greer. Es ist immer das Gleiche. Die Starken besiegen die Schwachen. Und, was rausgefunden? Ich habe mit einigen Einheimischen sprechen können. Wir gehen vor die Stadt, da hört uns keiner. Die Organisation hat hier heute Morgen alles in ihre Gewalt gebracht. Sie überwachen den Hafen, die Telefonleitung. Sie haben sogar Titan benutzt. Schweinerei! Hantik steht für Frieden und Freiheit. Wir müssen die Organisation hier rauswerfen. Wir müssen uns erstmal um unsere Mission kümmern. Die Argo. Sophie, hast du was erfahren? Es ist so, wie du gedacht hast. Die Fischerleute sagen, es gibt ein großes Schiffswrack in der Bucht. Die Agenten stehen unter dem Befehl von Greer. Vermutlich haben sie ihr Quartier auf dem Landsitz von Zangarson. Von dort können sie die Bucht überblicken. Lock, Sophie, Jared,
Ihr drei lenkt Greers Männer ab. Ja, denen werde ich schon zeigen. Wenn es zu einem Kampf kommt, solltet ihr keine großen Tricks ausprobieren. Ihr nehmt einfache Kampftitanen wie Sabriel, Florestis und Lindor. Aber wer von uns taucht dann runter zur Argo? Salia. Mit ihrer Erfahrung kommt sie am besten an Greers Wachen vorbei. Was guckst du so? Glaubst du, ich reiß mir den Schatz unter den Nagel und hau ab? Das würde zu dir passen. Dante vertraut mir. Das ist die Hauptsache. Er ist auch nicht perfekt. Du hast noch nicht gesagt, was du machen willst, Dante. Ja, genau. Ist doch klar. Ich kümmere mich persönlich um Greer. Hast du nicht gerade gesagt, dass die Mission im Moment wichtiger ist als Greer und seine Leute? Ich hoffe, dass ich vernünftig mit ihm reden kann. Dann haben wir vielleicht eine Chance, dass er aufgibt. Wenn Reden nichts nützt, werden wir kämpfen. Bis zum Ende. Hey, wer seid ihr? Wir sind Stadtleute. Aus der Stadt. Könnten Sie uns helfen? Es gibt eine Rebellion gegen die Organisation. Sie müssen schnell kommen. Ja, es ist schlimm. Die Menschen sind total aufgebracht. Eine Revolution? Damit werden wir schon fertig. Ihr bringt uns hin. Danke, Sie sind wirklich gut hilfsbereit. Muss nicht jemand das Gebäude bewachen? Sollen Sie es doch versuchen einzubrechen. Gegen Greer kommt keiner an. Wohin bringt ihr uns? Direkt in die Falle. Wir haben euch. Gebt auf. Ihr denkt wohl, ihr könnt uns zum Narren halten. Will es noch irgendjemand versuchen? Wir haben's geschafft. Dante wird stolz sein auf unseren Plan. Dante hätte sicher auch gewusst, wie es jetzt weitergeht. Feuerball! Flammenhut! Hypnodon! Die sind alle irgendwie ganz schön hässlich, oder? Greers Leute sind viel disziplinierter als Defoes. Los, wir müssen abhauen. Haltet sie auf! Kältestrahl! Greers Leute abzulenken haben sie ja geschafft. Aber muss man da so ein Theater veranstalten? Was hat das zu bedeuten nach nur einem halben Tag Frieden? Ich finde raus, wer dahinter steckt. Das kann ich dir sagen. Dante Vale, bist du gekommen, um mich herauszufordern? Schickes Outfit. Feuerball! Ehrengarde! Das hier wollte ich schon immer ausprobieren. Kältestrahl! Wow, Locke, das war echt klasse. Ja, aber jetzt ist meine ganze Hand taub. Kältestrahl! Florestis, pass auf! Willst du nicht hingehen und ihnen helfen? Die kommen allein klar. Ich will erst mal wissen, was du hier für eine Show abziehst. Die Organisation hat diese Insel besetzt. Das ist alles. Andere Menschen unterdrücken? Ja, das sieht dir ähnlich, dachte ich jedenfalls immer, aber du hast zwei Gesichter. Ach ja? Wie kommst du darauf? Deine Leute sind ziemlich harte Jungs. Aber ich habe beobachtet, wie sie unter deinem Befehl Schwächeren helfen und sie unterstützen. Ich will hier Frieden schaffen. Das geht nur mit strenger Disziplin. Stand das in deinem letzten Glückskeks? Nichts geht über Ordnung. Das weiß ich aus Erfahrung. Warum ist Dante allein zu Greer gegangen? Das gefällt mir nicht. Das ist ja riesig. Wie soll ich in so einem großen Schiff irgendetwas finden? Mach dich bereit! Veyon! Ich werde euch nicht viel nützen. Die Explosion hat mich geschwächt. Ist ja gut, Jared. Das wird schon wieder. Da wäre ich mir nicht so sicher. Feyon ist mein letzter Titan. Wenn wir jetzt fliehen, wird die Organisation nicht aufhören, die Bewohner wie Sklaven zu behandeln. Dann werden wir auch nicht fliehen. Auch wenn wir keine Chance haben, wir werden aufstehen und kämpfen. Heißt das, du würdest? Ich meine, das wird nicht unser letzter Kampf. Die Organisation wird auch in Zukunft niemanden unterdrücken. Locke! Das lasse ich nicht zu. Steh uns zur Seite, Lindon! Los, knöpf dir die beiden vor, Lindor. Ja.
beiden Titanen. Locke, übertreib's nicht. Hyperschritt! Ja. Ergreif den Titan! Los, Feuerball! Lendom! Los, nochmal! Locke, ist Lendom okay? Ja, jetzt kommen die anderen dran! Die Kajüte des Kapitäns müsste hier irgendwo sein. Sesam! Ihr werdet nicht gewinnen. Das ist unsere Chance. Hey, verzieht euch! Wartet, halt! Sir, was machen Sie da? Wir, das Volk von Sutos, haben 10 Jahre auf Frieden gewartet. Wir tun alles, um diesen Frieden zu bewahren. Ich kapier's nicht. Wieso lassen Sie sich von der Organisation bevormunden? Wir dürfen sie nicht angreifen. Sie haben nichts getan. Lindorm, bleib hier. Nein, Locke, du musst ihn aufhalten. Komm zurück. Komm wieder her. Wir kämpfen für unsere Freiheit. Nein. Locke, wenn du ihnen helfen willst, musst du zuerst mich besiegen. Ich glaube, das lässt sich einrichten. Wenn du ihn nicht aufhältst, tue ich es. Los! Lindorm! Alle Achtung, Locke! Feuerball! Die Typen hatte ich schon wieder vergessen. Wir haben keine Titanen mehr, aber noch genug Gegner. Wenn du nicht den ersten Schritt machen willst, mach ich ihn. Den habe ich schon längst gemacht. Ich habe eine Überraschung für dich im Sand vergraben. Du glaubst, dass du mir so leicht davonkommst? Hyperschritt! Ja! Man muss seinem Gegner Respekt erweisen und alles zeigen, was man drauf hat. Du sagst es. Komm, Grizzly! Greer ist auf einmal doppelt so schnell wie früher. Kein Mensch in meiner Umgebung ahnt, welche Kräfte wirklich in mir stecken. Ach ja? Dann wollen wir doch mal sehen, ob du gegen Caliban und Metagolem ankommst. Als Prinz Zangrier von Sutos besitze ich den königlichen Titan. Ja! Megataurus! Ein Prinz, ja? Ah, deswegen die schrägen Klamotten. Ich war doch immer so schlecht in Mythologie. Ich glaube, das sind griechische Sagen. Der Apfel des Paris. Herkules Pfeil. Und was hilft mir das jetzt? Moment, Jason war hinter dem goldenen Vlies her. Es ist nicht ein Hinweis, es sind 2. Ich sollte ihn einfach klauen, schon allein wegen Sophie. Die schleichen sich an eine Anschleicherin ran. Was ist los, Greer? Wirst du müde? Nicht so müde wie du. Dickes Feuer! Schattenschwert! Solaris! Feuerball! Hypnodon! Feuerball! Ihr habt euer Bestes gegeben. Und jetzt nix wie weg hier. Nein, wir bleiben hier. Ganz genau. Oh! Was war das denn? Sie hat's geschafft. Hast du uns was mitgebracht? Ich hab das Logbuch. Aber in dieser blöden Kiste sind nur Haifischzähne und Amulette. Salia! Das sind Drachenzähne. Weißt du, in der Sage pflanzt Jason sie ein und dann... Und es wachsen Krieger daraus. Hopplet! Ja.
Jetzt sagt nicht, ich verstehe nichts vom Teilen. Danke, aber wozu sind die gut? Die können viel. Hoplits sind nicht die größten, aber gemeinsam sind sie echt stark. Hoplit, Angriff 2, Verteidigung 1. Typ Chrono-Titankrieger, Größe durchschnittlich, spezielle Fähigkeit Teamwork. Genau wie wir! Hoplit! Haltet die Angreifer auf, aber verletzt sie nicht! Hey, seht mal da drüben! Schlingfessel! Nicht schlecht! Schockstoß! Ja. Es ist genug. Wieso sind sie? Auf einen Gegner wie dich habe ich mein ganzes Leben lang gewartet, Dante Vale. Wir scheinen uns ja so langsam zu verstehen. Das ist unsere Chance. Sophie, vergiss die Dorfbewohner und schnapp dir Greer. Der Gegner unseres Anführers zeigt Schwäche. Greift ihn an! Caliban! Metagolem! Megataurus! Grizzly! Was hat das alles zu bedeuten? Dante, sag mal, geht's noch? Wir müssen Sutos befreien. Die Einwohner müssen gerettet werden. Das ist das Wichtigste. Wenn du wüsstest, das waren die letzten Worte meines Vaters. Deines Vaters? Mein Vater herrschte einst über Sutos. Doch er gab seine Führung ab. Das war ein schlimmer Fehler. Die Einwohner von Sutos müssen gerettet werden. Das ist das Wichtigste. Nein, Vater! Ohne seine weise Führung fiel das Land bald in einen Bürgerkrieg. Wir haben alles verloren. Du hast deinen Vater verloren und bist zur Organisation gegangen? Ich hatte geschworen, zurückzukehren und Ordnung zu schaffen. Und Frieden, das ist noch viel wichtiger. Der Charakter eines Einzelnen ist wichtiger als die Gruppe, der er angehört. Ach, ich war so wütend. Ich hatte nicht gedacht, dass Sutos gar nicht gerettet werden wollte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon, Greer. Wir sollten unsere Differenzen beilegen, ohne Kampf. Meine Vorgesetzten haben keine Ahnung von der Argo. Ich bin nicht auf ihren Befehl hier. Bringt eure Mission zu Ende. Die Organisation ist skrupellos. Du nicht, Greer. Du wirst ein gerechter Herrscher. Unglaublich. Greer ist der Organisation beigetreten, um Gutes zu bewirken. Und er hat es für seinen Vater getan. Jared, eines Tages werde ich genauso für meinen Vater einstehen. Das wirst du, mein Junge. Das wirst du.